Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sim Airport. Haben wir ja letztes Mal hier aufgehört. Der kleine, schmale Gang hier ist ja ziemlich voll aufgrund der... Na, wie viele Passagiere hast du? Auf jeden Fall großen Anzahl an Passagieren, die ja gerade rein wollen. Von daher schauen wir mal, dass das alles funktionieren wird. Ich hoffe es, dass das funktionieren wird, dass da keiner... Und ich habe immer noch einen Frosch im Hals. Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn der jetzt startet. Aber es ist nichts passiert. Na, dein Runway ist doch offen da. Ah, jetzt fliegt er dahin. Naja, eine Start- und Landebahn ist ein bisschen wenig scheinbar. Was kostet die denn eigentlich nochmal hier so eine kleine Landebahn? 100.000? Habe ich noch nicht. Muss ich noch ein bisschen warten. Könnte mir zwar auch einen Kredit aufnehmen, aber 3.000. Ist auch viel. Aber man merkt, dass bei 10 Flügen ist eine kleine Landebahn zu wenig. Aber solange der Betrieb reibungslos funktioniert, bis auf das Starten, das hat man ja abends auch Probleme, wenn man sehen kann. Ausbauen werde ich noch nicht, dafür reicht das Geld da oben nicht. So ein kleiner Nebenraum kostet jetzt einiges an Geld. Das Einzige, was wir vielleicht mal machen könnten, wäre zu schauen, wie man den Porsche aussieht. Jetzt fertig mal jetzt mal das Pricing. Dann kann ich dann nämlich hier auch die Preise einstellen, die sie dann bezahlen müssen für die Landebahnnutzung zweimal und für die Passagiere, wie viel die dann kosten sollen pro Passagier. Momentan sind sie nur 10 Euro pro Passagier. Und daher kann man es dann ruhig mal auf 20, 25 setzen. Man muss dann natürlich auch vorsichtig sein, weil den Airlines hohe Preise nicht gefallen. Aber so kommt man zumindest ein bisschen schneller an Geld, als wenn man das jetzt auf 10 und 400 messt. Kann man dann zum Beispiel sagen, hier 1000 für Start und Landen, wenn dann schon mal 2000. Und dann eben, wie gesagt, 20, 25 pro Passagier. Kommt auch endlich mal wieder ein bisschen Geld hier oben rein. Kriegt zwar 36.000, aber 12.000 werden ja auch abgezogen. Also bleiben nur noch 23.000. Das ist ja aber den ganzen Tag verteilt. Auch mal Zeit, wo es jetzt zum Beispiel keine Flüge wie jetzt, dann macht man den Minus. So, die ersten Passagiere kommen auch an. Da könnte ich eigentlich auch mal den besseren Bus horchen, aber das lohnt sich ja erst bei den großen Brummern, die mit 380 aufwärts Passagieren. Kann stressig werden, wenn auf einmal so 300 Leute da rein möchten, wird die drei Schalter da oben nicht ausreichen. Was damals erlebt, aus Versehen mal so ein Vertrag mit 500 angenommen, da war das kleine Terminal ziemlich voll. Und auch viele Leute, die einen Flug nicht erwischt haben. So, 990 bezahlt er jetzt. Der bezahlt 2160. Aus meiner Sicht sehr wenig, wenn man hier mal vorankommen möchte. Die Forschung ist bei 40%, das heißt, sie müssen heute fertig werden. Also hier Tag 5 fertig werden. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass die Terminals nicht so beleuchtet sind. Dass es ruhig ein bisschen mehr Licht und sowas geben könnte. Ich habe schon wieder Probleme mit dem Starten. Das
sollte mir vielleicht doch mal 100.000 zusammensparen, dann nochmal zweite Landebahn hinsetzen. Jetzt dann Verzögerungen in Sachen Start auch schon mal wieder weg sind. Aber immerhin bleiben sie jetzt stehen und starten auch. Das war damals anders, als ich hier rauskam. Da blieben sie nur noch stehen und gingen nicht mehr weg. Aber wie gesagt, bis jetzt läuft das Spiel relativ fehlerfrei. Ist ja auch schon fast ein halbes Jahr her, dass ich das mal gespielt habe. Aber ich habe bis jetzt habe ich noch keinen Fehler getroffen oder gesehen. Bis jetzt hat noch keinen Passagier seinen Flug verpasst. Bis jetzt, wohlbemerkt. Zumindest habe ich noch keine Sprechblase gesehen, die arg sagt. Das bedeutet ja meistens verpasst. Ich bräuchte wohl mal mehr Scanner. Sammeln sie sich. Das werden dann wahrscheinlich die Passagiere sein, die auch ihre ersten Flüge verpassen werden. Oder? Gut, die zählten nicht dazu. Die zählen wohl zu dem Flug, die jetzt reinkommen. Die Forschung ist bei 93%. Ich freue mich auf den Tag, in dem ich endlich mal Geld wieder. Ich weiß nicht, ob man da jetzt 1000 verlangt hat, ob man erst mal 500 oder sowas machen soll. Weil es steht ja auf 400. Wenn 500 auch noch so ist, dann ich mache einfach mal 1000, was ist. Denn ohne Geld kann ich nichts machen. Nichts ausbauen, nichts erweitern. Und nicht mal eine zweite Start- und Landebahn kann ich mir dann so besorgen oder bauen lassen. So ein Spiel macht Lust auf ein Spiel, was ich damals meinem ehemaligen Arbeitgeber hatte. Das ist Airport Simulator 2014, wo man dann selbst die Flugzeuge bestellen muss oder bearbeiten muss oder abfertigen muss. Dann nebenbei noch automatisiert, wenn alles schon von alleine geht. Aber mit etwas Glück sollte ich ja kostenlose Testversion von Airport Simulator 2018 bekommen. Und ich denke mal, wenn das Video hier rauskommen wird, Donnerstag, Freitag, da der erste, da oben hat der zweite, sind wir wieder durch. Wie gesagt, bis dahin wird das wahrscheinlich dann auch schon abgeregelt sein, dass ich da von dem Entwickler, dass ich dann das Spiel dann auch zeigen darf, zusammen mit einem anderen Spiel mit demselben Entwickler. Mein Pricing muss eigentlich fertig sein. Stellen wir das hier mal auf 1000. Probieren wir es einfach mal. Stellen wir mal auf 25. Das müssen sie 1000 für Start und Land bezahlen. Hat er gerade. Und 25 für jeden Passagier, den sie haben. Standby Gates. Straßenbau für hier, was man da auch ein bisschen Umwege bauen möchte. Hier kann man das auch managen. Neue Fenster. Das müsste dann der Zug da sein. Ja, das ist der Zug, der hätten wir mal abends mal fertig.
Machen wir erstmal die Operation dort, was auch immer das bedeuten soll mit diesem Managen. Aber das sehe ich ja dann, wenn die Forschung durch ist. Also zwei Leute haben schon ihren Flug verpasst. Von ein paar hundert und ein paar tausend, die erfolgreich ihren Flug erwischt haben. Aber wie gesagt, bei einer zweiten Start- und Landebahn sollte es eben zu Verzögerung kommen. Da kann jemand, wenn ich das richtig gelesen habe, kann man dann hier eine Landebahn zum Starten nehmen, eine Landebahn zum Landen. Wenn ich es richtig gelesen habe. Mein Englisch ist ja nicht so besonders gut, aber es ist ausreichend. Ich denke mal auch mit mehr Terminals, mehr Flüge, mehr Geld. So. Aber das Geld steigt jetzt, zumindest mehr als davor. Wie gesagt, wenn es den Airlines nicht passt, dann werden die sich schon melden. Steht ja auch dabei, dass es passieren, dass die Airlines dann nicht mehr für mich fliegen wollen, weil es eben zu teuer ist. Aber irgendwie muss man ja anfangen, zu uns Geld kommen. Und das meinte ich, das wird mit einer zweiten Rollbahn dann wahrscheinlich auch, dass sie dann nachher Runway suchen. So, und er hat 5.400 bezahlt. So, es ist 6.400, wenn er hier auch noch abhebt, dann nochmal 1.000er bezahlen muss. Ja. Durch mein Geld. Aber machen wir hier erstmal Pause. Wie gesagt, ohne Geld kann ich ja eh nicht viel machen an Sachen ausbauen, erweitern und so weiter. Ist ja auch mittlerweile Folge 3. Daher erstmal jetzt eine kleine Pause und meine Sachen aufnehmen. Haben wir schon wieder 1:30. Warum auch immer ich immer nachts aufnehmen muss, dann noch zu später Stunde. Ich werde es nie verstehen. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich ja demnächst zwei neue Spiele, die noch nicht öffentlich sind, die noch einer sehr frühen Version warten zu den Entwicklern. Mein alter Arbeitgeber hat auch seine Hände da im Spiel. Ich bin mal gespannt, ob sie es da jetzt besser machen als mit den Spielen zu meiner Zeit mit AS13. Farmexperten und sowas. Beziehungsweise der Landwirt. Wie es ja auf Deutsch heißt. Ich hoffe es, dass sie es besser machen, wenn das sie aus den Fehlern gelernt haben. Das ist ja auch kein Acta Logica hinter. Acta Logica gehört ja mittlerweile zu Rondomedia. Wobei, von denen habe ich auch schon nichts mehr gehört, von Acta Logica. Nun gut, sind Vergangenheit, Erinnerungen von damals. Ich habe die Arbeit gemacht, das war auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie das alles so entsteht, wie alles so gemacht wird. Aber bevor ich das hier noch weiter hinaus würde, vielen Dank fürs Zuschauen. Abo wäre natürlich schön. Dann sehen wir uns ja vielleicht in der nächsten Folge wieder. Bis dann.